Nach all der Zeit sind wir endlich in Prachtbowle City angelangt. Und wir haben ein Problem. Es fehlt uns was. Nämlich Subs guter Witz. Denn es ist nur Copa da. Hallo. Ja, ich war auch irgendwie gefühlt eine Ewigkeit nicht mehr da. Also das letzte Mal war ich irgendwie kurz vorm vierten Orden da oder so. Jetzt so GG, 8. Orden, Pokémon Liga. Also von dem ganzen Prozess war mir auch nichts bekannt, dass es halt so krass voranging. Ja, aber wir haben viel Offscreen trainiert. Trainiert, zeig jetzt. Und jetzt geht's aber, in Richtung. Ja, ich freue mich, dass ich wieder im Projekt dabei sein kann und mein, mein Namensvetter bewundern kann. Und ja, Pokémon Liga, also ich glaube, jeder sollte kennen. Vielleicht sogar einen Part durchspielen. Das könnte sogar der finale Part werden. Ja. Hey, warte, ich kann ja einen auf Sub machen. Alter. Warte, das ist zu schlecht, ey, meine Güte. Sitzen zwei Hundehaufen auf der Mauer und rauchen einen Joint. Da kommt ein Dünnschiss vorbei und fragt: Darf ich auch mal ziehen? Sagt der eine Hundehaufen. Nee, das ist nur was für Harte. What the fuck? What the fuck? Und damit genug an Sub hier. Wir beginnen mit Ulrich dem Unlicht geil. Oh mein Gott. Oh fuck. Der Typ ist Unlicht geil. Ja, das ist der Unlicht geil, oder? Sollte doch sein. Ja, das ist der. Ja. Was hast du denn gemacht? Ja, egal, schaffst du schon. Einfach nur deine Gesteinsattacken oder Stahlattacken hauen. Kopfnuss, ich würde doch. Was hast du, was ist denn deine Stahlattacke? Eisenschweif, ja, würde ich machen. Knirscher ist auch. Wow. Hä, du hast eigentlich das richtige Pokémon. Was daneben fangen. Achso, Eisenschweif hat ja nicht so eine gute Genauigkeit, ne? Oh Gott. Hallo, aber Enderan ist eigentlich der richtige, weil hier steht da doch. Fuck. Dass es ja nicht effektiv ist, die Unlichtattacken bei Knirscher ist ja Unlicht. Boah, siehst du, Eisenschweif, wenn das mal trifft, dann haut es den richtig weg. Jetzt hätte ich Fels gehabt, dann finde ich schon raus. Aber es sieht eigentlich gut aus mit dem guten Rafa. Bernie kann ihn ja auch bei Bedarf dann auch hochheilen. Und so viel Schaden wird jetzt hier nicht durch den Knirscher ausgelöst. Und da er Knirscher ja ständig einsetzt, scheint es ja so zu sein, dass es seine stärkste Attacke ist von Pokémon. Ja. Boah, die Erfahrungsleiste hat sich echt krass bewegt, muss ich schon sagen. Welches Pokémon kommt als nächstes? Magneton. Ja, ich meine vom Gegner. Krebotak. Ah, Krebotak. Ja, Wasser, Unlicht, jetzt kommt ein schöner Donnerblitz und dann, das war's, kommt One-Hit. Der ist auf dem Level richtig gut, sehr effektiv, Donnerblitz 95. Ja, One-Hit. War klar, damit ist dann Magneton, habe ich nicht gewusst. Wann hast du denn das geholt? Offscreen. Okay, gut. Aber das wurde schon letztes Part erklärt, dass wir sich im vor zwei Parts erklärt, dass wir uns einem Magnetilo gefangen haben, das sind oft schon etwas trainiert haben. Trainiert. Ja. Ah ja. Das ist gut, dass sie alle hier noch so einen zweiten Nebentyp haben, dadurch. Weil Unlicht hat jetzt. Ja. Welche Schwäche hat Unlicht nochmal? Ich glaube Psycho, oder? Nee, jetzt glaube ich Stärke. Kein Psycho. Eigentlich müsste es quasi gegenseitig sein. Warte mal, ich schaue nach. Ja, es tut mir leid, ich hab lange nicht mehr Pokémon gezockt, deswegen jetzt ein paar Sachen. Und nicht, das ja. Oh, scheiße. Ich würde es nicht machen. Hat keine Wirkung. Wieso? Das ist nicht das. Ich wollte es gerade nachschauen. Oh mein Gott. Ja, hier Psycho X. Ah, Käfer war sehr effektiv. Ja, und Kampf war klar. Kampf wusste ich noch. Aber Käfer war ja sehr effektiv gegen Psycho und Unlicht. Und ja, Fee interessiert eh keinen. Ich glaube, den ersten gegen Unlicht schaffen wir locker.
Richter. Also der erste geht immer locker durch. Hier, schöner Flammenwurst hat auch One-Hit-Kill. Ja, easy. Easy win. Easy win, easy life, GG. Ulrich ist easy. Also hast du jetzt auf Champ-Niveau gelevelt, dein, die Pokémon? Nee, auf Durchschnittslevel 55, hab ich gesagt. Okay. Schön, Nostalgie, immer wieder Pokémon zu holen zu können. Und weiter. Jetzt kommt der Geist, soweit ich weiß. Die Geistbord, ne? Ja, da ist sie auch. Auf jeden Fall, Kelly wird da sie garantiert nicht nützlich sein. Geist, 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 Geist. Schau mal, was dem Geist hilft. Geist, Geist hilft gegen Geist, ups. Geist ja sehr effektiv gegen Psycho und Psycho. Auf jeden Fall Kelly nicht nützlich. Aber die meisten Geister, also sind ja, die ersten Geister sind ja mit Gift gemischt, deswegen gibt es immer viele Leute noch aus der ersten Gen, die denken halt, dass Psycho gegen Geister effektiv ist. Das stimmt aber nicht. Psycho ist nur normal. Gengar war halt immer anfällig gegenüber Psycho-Attacken, weil es halt noch Gift hatte. Oh, Schutzschild, mein Gott, was für ein Nervensäge, ey. Du hast aber nichts gegen Geist? Ich glaube nicht, aber. Ja, es glaubt, gegen Geist hilft nur Unlicht oder Geist. Pff, okay, nice gewastet. Fällst du mit dem Server direkt wieder runter? Pff, Alter, dieses Pokémon ist ja so. Ist ja eher nur nervig, ey. Ja, Schutzschild und Kaskade finished, so. Alter, so jämmerlich unnötig Zirklopf hier. So, Koopa räumt jetzt mal ein bisschen auf als Main-Pokémon. Jo, krass. Oh, scheiße. Ach, spielst du eine fiese Attacke. Ja. So, Beerus hat ja bis Gen 6 keine Schwäche. Das heißt nicht, dass es war. Ja, die sind halt vom Level alle auch unterlegen und so. Weit aus. Aber wir haben Probleme, dass das Kaskade PHP ausgehen. Ja, Nachspiel war richtig fies, habe ich ja gesagt. Puh, Alter, das wird die wirklich durchrasiert, das geht gar nicht. Ja, wir wollen die Top 4 schnell besiegen, das ist wahrscheinlich der letzte Part diese Woche. Okay. Damit ich mich endlich anderen Projekten widmen kann, damit dieses Projekt endlich als abgeschlossen zieht. Na, kann ich verstehen, auf jeden Fall. Eis. Ja, Eis, genau. Dafür ist Selina. Die ja so effektiv ist. Hallo, sie hat Flammenwurf, okay. Wer Selene Story kennt, der weiß, wie gut Selene ist. Ich weiß nicht. Das war Sub, das war meistens für Sub. Selene war die, die was meistens immer irgendwie aus Grund von Blödheit verkackt hat. Ziemlich schnell. Läuft. Die hat nie einen wichtigen Sieg rausgeholt, aber jetzt könnte sie glänzen gegen. Wie heißt die? Frosina, glaube ich. Nach Gartes erste Generation. Frosina. Die ist eiskalt. Ja. Verdammt. Ah! Nein, tu's nicht! Direkt tauschen, Mann, direkt tauschen. Sonst kriegt sie ihn aufs Maul, ey. Hier auch Stahl. Bringt aber nichts gegen Magneton. Oder wenig. Schöner Donnerblitz hatte
Seejung hier richtig zerficken. Ja. Donnerblitz OP. Weil Reiser würde ich bald einen Magneton. Sehen wird immer noch nicht gebraucht, immer noch nutzlos. GG. Hm. Ah, nichts. So. Wow. Was macht er da? Citroën, ja, tschüss. Auf. Oh, zu viel Verteidigung, ja, so ein Tank-Ding. Oh, aber jetzt rüber. Okay, Magneton hat einfach noch Pech, gut. Führen und Tor, ja, jetzt würde ich wechseln. Das ATU Speedrun von Bernie. Ja, das ist jetzt das Ziel. So, fuck. Oh, hallo, Flammenwurf, sehr effektiv. Okay, Lichtschild zeigt seine Wirkung. Alles muss reichen. Ja. Jetzt kommt, glaube ich, noch ein Vierhunderter. Oh, nein, nein, nein. Bernie liest nicht, drückt aber die ganze Zeit weiter. So, jetzt wird Magneto dafür gefinisht, der jetzt Bestrafung. Okay, nur Hagelsturm. Sollte das auf jeden Fall hoffentlich vorher dran sein. Und halt mit Donnerblitz schnell finishen. Oh fuck. Blizzard, ja, GG. Boah! Ah ja, jetzt kommt. Nein, jetzt kommt der Hagel, nein! Ja, und das war bitte. Ja, Kelly da Koko. Eine gute Psychokinese tut immer. Wow. Überlegt doch von den letzten Pixel. Ja, okay, es war wegen Lichtschild. Lichtschild war noch aktiv von Fern und Tor. Oh, meine Güte. Jetzt auch noch verliebt, ich würde lieber auswechseln, ja. Wollte nicht auf Copa, aber. War. War doch effektiv gegen Eis, ne? Aber durch Wasser wird es wieder negiert. Und das war's. Ja. Die letzte große Bedrohung fürs Team wurde ausgeschaltet. Und sehen soll er das jetzt. Team. Ich hab fürs Team verstanden. Die letzte große Bedrohung fürs Team wurde ausgeschaltet. Ja, wurde ausgeschaltet. Wir haben Gabe Newell gut gedient. Fängt mir den Spaß. Oh, dieses Geräusch, wenn ihr HP los ist, auch immer richtig schön. Angenehm. Beruhigend. Das war schon fast mehr als die Hälfte. Das war mehr als die Hälfte. Ja. Ja, das war's. Hast du Vitalkraut? Nee, seine Kraut, was ein Top-Beleber ist. Wir haben einen Top-Beleber. Okay. Aber nur einen. Ich kaufe mir immer vor der Liga immer ganz viel Vitalkraut. Ich habe ein paar Beleber. Okay. Don't stop, belebe. Oh mein Gott. Der nächste Kampf wird hart. Gegen Dragon Guy. Oh mein Gott, nein, Schutz wird nicht mehr. Fuck. Jetzt sind wir gefickt. Nein, GG, das war's. Der Marineoffizier Dragan, gefühlt. Ja. Wie der ausschaut. Der Marineoffizier, zurückgetretene Crash-Dich-Veteran. Hier, warte. Ja, Eisstrahl. Oh, fucking Schulz. Eisstrahl hat auch eine hohe Chance, in dem zu gehen, ne? Oder? Ne, das war Blizzard. Boah, fast niedergehauen. Felsgrab nicht sehr effektiv, auf jeden Fall. Also vierfache Nicht-Effektivität. Durch halt nicht nur Gestein, sondern auch Stahl. Enderrad sollte das hier doch carryen.
Ich würde in dem Fall, wenn du noch wenig HP hat, nicht halt Eisstrahl wasten, sondern halt andere Attacken einsetzen. Ja, Setra King. Wasserdrache. Feuer wird nicht so effektiv sein. Elektro auch nicht. Was für eine Schwäche hat Sandia? Ja, Drache ist noch eine Schwäche. Mit Triplette. War verdrückt. Fail. Ja. Ja, sehr schön verdrückt. Ja, da eben ein guter alter Erdbeben, der haut immer schön rein. Ah, doch, Tanzfuck. Jetzt sollte Erdbeben aber finishen. Oh nein, hat er die Innie erhöht. So, gut. Naja, natürlich. Notsituation? Nein, danke. Nicht, Cooper? Nein. Altaria, vierfache Aktivität von Eisstrahlen. Ja, Drache war ja nicht so effektiv gegen Stahlen, also Enderan der perfekte Counter hier für das Drachenteam. Aber Eisstrahl jetzt nicht so eine hohe AP-Anzahl. Ja, leider. Die Beldra, Drache Boden, soweit ich weiß. Das wow, fuck, Erdbeben, ja, das war definitiv Dach und Bode. Und da hat er einen Fehler gemacht. Oh nein, ein Volltreffer. Okay, Bernie hat jetzt richtig Pech. Es ist sogar erst Boden und dann Drache. Also der Haupttyp von die Beldras Drache Boden. Also hat Erdbeben da richtig reingehauen gegen den Stahlgestein-Typen. Absolute Knese kümmert sich hier um das Pokémon, aber jetzt sind wir halt gegen motherfucking Brutalander. Mega geiles Pokémon, muss ich selbst sagen, weil ich selbst trainiert und so auch eins. Das ist richtig geil. Das Viech, das haut immer rein. Ja. Jetzt die. Ja, Kelly wird geopfert für einen Beleber. Ich würde noch erstmal Miok reinschmeißen, dann Top 3 oder so. Ja. Benny, du kommentierst dein LP aber richtig gut, muss ich sagen. Ja, ich bin gerade ziemlich geschockt, wie gut Dragon ist. Ja. Boah, schnell, Alter, wie alles für dein Team, aber also, er konnte dann dein ganzes Team. So, die noch Flügelstark machen, ja, fliegen, genau. Bam. Und Knirscher finished. Und Falltreffer. Ja, ein bisschen. Das Rafa gestorben ist, war halt eigenverschulden, aber das mit Cooper und dem Volltreffer war auch ein bisschen lucky. Ja, und das war's. Also. Aber es fehlt noch der Champ. Ja. Und Dragan hat wirklich gute Arbeit geleistet, dich aufzuhalten und dein Team zu zermürben. Scheiße, ist egal. So, alle Vorbereitungen sind gestellt. Kannst du ja noch ein paar AP, Heiler, hier, Ether und so weiter nutzen, falls du empfindest, dass da ein paar EP zu niedrig sind. Und
Der braucht nichts. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Ich hab Surfer hier. Surfer. Erdbeben vielleicht auch. Auf jeden Fall Surfer würde ich nochmal OP verpassen. Das große Finale. Hm. Wer ist der Gegner? Ja, wer ist es? Wer ist es? Weißt du es, Koko? Natürlich weiß ich. Natürlich weiß ich es. Soll ich sagen? Schon ankündigen. Ja. Und zwar ist es der gute Vasili, ehemaliger Arenaleiter von Xenerovil. Ja. Rubin und Saphir-Spieler sollten ihn als achten Arenaleiter kennen. Nun hat er aber die Champ-Position von Troy übernommen und wird uns nun gegenüberstehen. Und ob wir den besiegen oder nicht, sehen wir doch noch im finalen letzten Part von Pokémon Smaragd. Bis dann und ciao.